Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Veranstaltung unserer Gespräche Wirtschaft im Wandel, die Akademie gemeinsam mit dem Fachbereich Führungskräfte des Bischöflichen Ordinariats veranstaltet. Ich freue mich, Sie da zu haben, und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass wir heute einen tollen Gast haben. Ich freue mich sehr, Karin Sonnenmoser begrüßen zu dürfen. Jemanden wie Sie zumindest mal online zu Gesicht zu bekommen, ist recht schwierig. Wenn man dem Handelsblatt glauben darf, gibt es nämlich in den großen deutschen Unternehmen gerade mal 24 Frauen, die als Finanzvorstand tätig sind, und nur 22, die in den Führungsgremien für Personal zuständig sind. Damit ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, auch schon gesetzt. Doch das kommt später. Das, was uns im Moment alle umtreibt, seien es die Unternehmer oder seien es die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, das ist die Frage, wie lange der Lockdown noch dauert, wie und wann wir wieder einkaufen und ausgehen können, was mit den vielen kleinen Unternehmen passiert, die materiell am Abgrund entlang hangeln, aber auch was mit den großen Unternehmen geschieht. Bleiben die Arbeitsplätze erhalten? Wie stark verändert sich die Strukturen? Stichwort Digitalisierung und Onlinehandel. Wie verändern sich unsere Wirtschaftsstrukturen insgesamt? Und wie verändern wir uns mit ihnen? Auch darüber werden wir heute sprechen. Und mit Karin Sonnenmoser haben wir jemanden, der aus erster Hand erzählen kann, was das ganz konkret bedeutet. Frau Sonnenmoser wird uns in ihrem Impulsreferat erläutern, was die Pandemie und das zurückliegende Jahr an Erfahrungen und Herausforderungen gebracht hat für Sie. Nach Ihrem Impuls werden wir anhand von Fragen die Themen vertiefen, und dann sollen auch Sie, meine lieben Gäste, wie gewohnt zu Wort kommen. Wir machen das heute, weil wir ein kleiner Kreis sind, so dass Sie die Hand heben können und Fragen oder Beiträge stellen können. Wir brauchen es nicht über den Chat machen. Ich denke, wir kriegen das hin, und es freut mich besonders. Doch zunächst möchte ich Ihnen Frau Sonnenmoser vorstellen. Sie ist 1969 in Biberach geboren und dort auch aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie an der Uni Augsburg Betriebswirtschaft und danach an der Uni auf Dayton in Ohio ein MBA-Studium draufgesattelt und als Diplom-Kauffrau abgeschlossen. Von 1996 bis 2002 durchlief sie verschiedene Positionen im Controlling und Rechnungswesen bei der Markengruppe Volkswagen und Seat in Spanien, bevor sie 2002 bis 2006 Leiterin des Generalsekretariats der Markengruppe Volkswagen und auch Generalsekretärin des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG Bernd Pischetsrieder wurde. Von 2007 bis 2010 war Frau Sonnenmoser Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Autovision GmbH. Heute heißt das Volkswagen Group Services. Danach war sie von 2010 bis 2014 Geschäftsführerin Finanzen und Controlling bei Volkswagen Sachsen und der gläsernen VW-Manufaktur. Von 2014 bis 2018 wechselte sie dann die Branche, und sie ging als Finanzvorstand zum Leuchtenhersteller zum Tobel nach Dornbirn. Dort wohnt sie heute auch noch, als Vorarlberg ist sehr schön, kann man draus schließen. Seit März 2019 hat sie aber nochmal die Branche gewechselt und ist seit März 2019 Finanzvorstand bei der Kiconomy AG in Düsseldorf. Das ist ein Unternehmen, das im SDAX gelistet ist. Hinter diesem Namen, den wahrscheinlich viele nicht kennen werden, außerhalb der Branche, verbirgt sich die Elektronikhandelskette Saturn und Mediamarkt, die 2017 von der Metro-Gruppe abgespalten wurde. Und diese Sachen, die kennen natürlich alle. Dabei handelt es sich um einen Konzern mit neuesten Zahlen 20,8 Milliarden Euro Umsatz und im abgelaufenen Geschäftsjahr 4,2 Milliarden Umsatz im Onlinehandel.
Und daneben gibt es aber weiter noch gut 1000 Märkte in 13 Ländern Europas und insgesamt rund 53.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt. Was es bedeutet, vor diesem Hintergrund eine Krise wie Corona zu managen, das wird uns jetzt Frau Sonnenmoser berichten. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Turner-Fromm. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf und Ihnen einmal die Seekonomy und unsere Geschichte in den letzten, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren aufzuzeigen, als auch Ihnen Rede und Antwort zu meiner Person zu stehen. Frau Turner-Fromm sagte ja schon, Seekonomy ist sicherlich kein Begriff, ist auch ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Consumer Electronic und Economy. Das sind eigentlich so die zwei Bestandteile und wurde 2017 tatsächlich als Namensschöpfung sozusagen in die Welt gesetzt, als die Seekonomy von der Metro, vom Metro-Konzern abgespalten wurde. Beziehungsweise wir haben die Metro abgespalten, um das rein rechtlich richtig zu sagen. Wir haben unsere größte operative Beteiligung ist die Mediamarkt Saturn Retail GmbH, die Sie sicherlich alle kennen. Wir haben aber auch als Holding noch weitere Beteiligungen im Konzern, nämlich eine rund 80-prozentige Beteiligung an der Deutschen Technikberatung, an der DTP. Die Deutsche Technikberatung können Sie als Kunden bei uns bestellen, um sich technisches Know-how nach Hause zu holen. Die sind also für alle Fernsehkalibrierungen, WLAN, Optimierung etc. Stehen die zur Verfügung. Wir haben dann weiterhin eine 24-prozentige Beteiligung an Fnac Dati. Das ist nach dem Umsatz der größte französische Consumer Electronic Handels, das größte französische Consumer Electronics Handelsunternehmen. Und wir haben eine Beteiligung, eine 15-prozentige Beteiligung an der M-Video. Die halten wir über die Mediamarkt Saturn Retail. Die M-Video ist der größte russische Consumer Electronic Handel. Und last but not least haben wir letztes Jahr auch noch ein Joint Venture gebildet mit der Olympia Group in Griechenland und führen mit der Olympia Group jetzt sozusagen das griechische Geschäft zusammen. Ja, wie sieht, in was für eine Situation bin ich denn gekommen, als ich im März 2019 angefangen habe? Das Geschäftsjahr 2018-19 war für die Seekonomy ein sehr schwieriges Jahr, weil wir rund 3 Gewinnwarnungen hatten. Das ist natürlich für ein börsennotiertes Unternehmen nicht die beste Voraussetzung, weil sie damit natürlich auch Vertrauen am Kapitalmarkt und bei den Aktionären verlieren. Woraus resultierte diese 3 Gewinnwarnungen? Das war schlicht und ergreifend dem Fakt geschuldet, dass das Geschäftsmodell der Mediamarkt Saturn ein hochdezentralisiertes Geschäftsmodell war. Das heißt, in den Anfangszeiten war immer die Philosophie der Gründer, jeder Store Manager ist sozusagen sein eigener Unternehmer und führt diesen Store, diesen Laden so, als ob es sein eigenes Unternehmen wäre. Das heißt, er hat die gesamte Palette gemanagt von Preisbildung über Disposition, Darstellung der Produkte in dem Laden etc., Aktionen etc. Das war auch in der Vergangenheit ein äußerst erfolgreiches Geschäftsmodell, aber wie Sie sich vorstellen können, natürlich mit Zunahme der digitalen Welt und Wettbewerbern wie Amazon ist es natürlich schwierig, wenn Sie dann sozusagen als Store Manager in Dornbirn die Preisgestaltung machen sollen und gar nicht mehr alle Wettbewerber sozusagen um sich rum haben. Insofern war das der Hauptgrund, warum dann eben auch der Forecast, der finanzielle Forecast, also sozusagen die Aussicht, der Ausblick für das Geschäftsjahr sehr schwierig war, weil dann natürlich wahnsinnig viele Spieler in dem ganzen Skat waren und dadurch kam es eben auch dann zu diesen 3 Gewinnwarnungen. Das hatte den Effekt, dass der Aufsichtsrat der Seekonomy AG im Jahr 2018
das Management weitig ausgewechselt hat. Das heißt, sowohl der CEO als auch der CFO der Seconomy wurde ausgetauscht, als auch auf der Mediamarkt Saturn-Ebene. Auch da wurde in der Geschäftsführung Veränderungen vorgenommen. Und so kam ich dann also im März 2019 als Finanzvorstand in die Seconomy AG. Und wir waren eigentlich extrem damit beschäftigt, genau diesen Hauptgrund, der ja das Jahr 2018 stolprig und holprig gemacht hatte, zu beheben, nämlich Prozesse zu zentralisieren. Das fing an bei so Themen wie der Preisbildung, also die ganzen Lieferantenkonditionen mussten zentralisiert werden, die Beschaffung wurde zentralisiert. In der Logistikzentralisierung sind wir immer noch dabei, das haben wir noch nicht finalisiert. Dann haben wir, Sie wissen, wir haben zwei Marken, Mediamarkt Saturn. Auch die liefen in der Vergangenheit absolut parallel nebeneinander. Das heißt, es gab keine Synergien, die man im Hintergrund genutzt hat. Und auch das war ein Punkt, den wir natürlich aufgenommen haben, sodass wir sozusagen die ganzen Plattformen im Hintergrund vereinheitlicht haben und nur sozusagen die Front Richtung Kunden dann auch unterschiedlich darstellen. Wir haben ein großes Thema angefasst, das ist das sogenannte Category Management. Das ist sozusagen unsere Sortimentsdefinition. Welche Produkte möchte der Kunde? Welche Produkte brauchen wir im Store? Welche Produkte können wir auch in den Webshop stellen und müssen die nicht physisch im Store haben? Auch das ein sehr umfangreiches und sehr sensibles Thema, weil das natürlich auch direkte Auswirkungen jeweils hat auf unser operatives Geschäft. Frau Turner-Fromm sagte schon, wir sind in 13 Ländern aktiv, europaweit. Davon waren nicht alle so hoch dezentralisiert, wie ich das gerade beschrieben habe. Einige der Länder waren schon zentralisierter unterwegs, weil die in der Vergangenheit schon Zentralisierungsprozesse realisiert haben. Unser Haupt- und Heimatmarkt Deutschland allerdings entsprach genau diesem hohen Dezentralisierungsgrad, den ich gerade ausgeführt habe. Und das ist natürlich auch der Markt gewesen, wo wir intensiv dran gearbeitet haben in den letzten Monaten. Und ja, fast schon Jahren. Das ist auch sehr erfolgreich gelaufen und man kann das auch sehen an der Beständigkeit, wie wir auch unsere Quartalsergebnisse dann abgeliefert haben, bis in den März 2020. Das war natürlich eine Situation für uns, auf die wir nicht wirklich eingestellt waren, nämlich auf das Wochenende 14., 15. März, wo wir wirklich wie so Domino-Effekt haben uns die Länder, die Läden geschlossen. Mit dem Effekt, dass wir sozusagen am Montag, den 16.03. dastanden und in 11 unserer 13 Läden, unserer 13 Länder sämtliche Läden geschlossen waren aufgrund von Covid-19. Das ist natürlich eine Situation, können Sie sich vorstellen, da gibt es erstmal operativ einiges zu regeln, auch bezüglich Mitarbeiter. Ja, wie gehen wir vor? Was heißt das? Kommunikation in die Mannschaft rein. Aber natürlich auch, und das ist mein Hauptjob dann als CFO in so einer Situation, zu schauen, wie sieht es mit der Liquidität aus? Wo stehen wir? Wie können wir die Liquidität verbessern? Und das ist eine ganz spannende Situation gewesen, weil im März 2020 wusste keiner von uns, was heißt Corona? Wie lange geht das? Wie lange sind die Läden wirklich zu? Und wir haben natürlich Szenarien gerechnet, mein Team und ich, in der Hinsicht, dass wie lange können wir eine Schließung der Läden in den Ländern liquiditätstechnisch abpuffern und wann wird es mit der Liquidität knapp? Und genau aus diesem Grund, weil wir eigentlich keiner von uns wusste, wie lange diese Situation anhält, sind wir schon sehr frühzeitig, nämlich am 26. März, an die KfW herangetreten und haben unseren Antrag für den KfW-Kredit abgegeben, um einfach da einen Puffer zu haben und sicher sein zu können, dass wenn die Situation lange anhält, wir eben auch genügend Liquidität haben.
Wir haben von dem KfW-Kredit bis heute keinen einzigen Eurocent angegriffen, Gott sei Dank. Warum? Weil das Online-Geschäft bei uns extrem angezogen hat, schon während des ersten Lockdowns. Das heißt, wir haben im April 2020, wenn wir den April mit dem April 2019 vergleichen, eine Wachstumsrate im Online-Geschäft von 300% gehabt. Das ist enorm, das hat keiner von uns so absehen können, hat uns aber natürlich extrem unterstützt in dem ganzen Thema Liquidität. Und das war im ersten Lockdown definitiv unser Hauptfokus, dass die Liquidität passt. Wir haben mit diesem Online-Store oder mit diesem Wachstum im Online-Store sind wir wieder erwarten und trotzdem wir eigentlich nicht wirklich darauf vorbereitet waren, hervorragend zurechtgekommen. Warum? Weil wir einerseits gut bevorratet hatten. Also wir haben gesehen, dass Wettbewerber von uns auch im April Lieferschwierigkeiten hatten, weil sie schon nicht mehr die Produkte bekommen haben. Wir hatten das Glück, dass unsere Lieferanten, die hauptsächlich natürlich aus dem asiatischen Raum kommen, schon im Januar die Hand gehoben hatten und gesagt haben, seid mal vorsichtig, da kommt was, da könnten wir in Lieferschwierigkeiten kommen. Und insofern haben wir frühzeitig auch höher bevorratet, als wir das eigentlich im Normalfall tun. Und davon haben wir auch im April dann tatsächlich gut partizipieren können. Wir haben gesehen in diesem ersten Lockdown, dass sich das Produktportfolio natürlich gewechselt hat. Also wir sehen natürlich immer, welche Produkte mit welchem Anteil verkauft werden. Während des Lockdowns war verständlicherweise der Fokus sehr stark auf allen Equipment für Homeoffice, auf Entertainment, also Spiele bzw. Fernseher und auf Gefrierschränke. Ja, das waren irgendwie also so die Running Products, die wir hatten. Das hat sich aber Gott sei Dank nach dem Lockdown sehr schnell auch wieder nivelliert und wir sind mittlerweile wieder im ganz normalen, also für uns ganz normalen Produktmix. Wenn man sagen kann, dass Corona was Positives für uns hatte, dann sicherlich die Diskussion, ist der stationäre Handel überhaupt noch überlebensfähig oder casht uns irgendwann Amazon eh alle ein? Und sind sozusagen unsere 1000 Stores absolut unnütz. Diese These hat sich dank Corona, muss man wirklich sagen, absolut negiert. Warum? Weil wir nach dem Lockdown gesehen haben, dass die Kunden alle wieder in den Store kommen. Und das ist eine sehr, sehr positive Nachricht für uns. Wir haben also nach dem Lockdown wieder Traffic, nennen wir das, also sprich den Verkehr, den Kundenverkehr in den Stores, noch bei -12% gehabt im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings natürlich unter dem Aspekt, dass wir ja auch immer noch gesundheitliche Risiken hatten, etc. etc. Insofern ist das aber eine sehr, sehr gute Message für uns gewesen, dass der Kunde genau unser Omni-Channel-Konzept, das wir verfolgen und das wir ja intensivieren aktuell, dass der Kunde genau das auch gut heißt und die Stores einfach auch beibehalten möchte und auf unseren Service in den Stores auch Wert legt. Ja, dann haben wir das Geschäft ja eigentlich noch, ich sag mal, mit einem blauen Auge zu Ende bekommen. Das heißt, der Umsatz war rund 1,8% unter dem Vorjahresumsatz. Unser EBIT adjusted, unser Ergebnis, adjustiertes Ergebnis war bei 236 Millionen im letzten Geschäftsjahr, das am 30.09. jeweils endet. So, dann sind wir in das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres gegangen, also in das Geschäftsjahr 2021. Und das erste Quartal, das ist bei uns immer der Oktober, November, Dezember. Ein sehr wichtiges Quartal, wie Sie sich vorstellen können, weil da natürlich Weihnachten liegt und dank Amazon natürlich auch Black Friday und Single Day und Cyber Monday und alles Mögliche. Also wirklich wichtige Daten, wo wir natürlich auch mit den dementsprechenden Aktionen für uns Umsatz und Ergebnis generieren können. Und dieses Quartal ist hervorragend gelaufen, wirklich hervorragend. Wir haben nicht nur am Black Friday gehabt, sondern wir haben
eigentlich auch so ein Stück getrieben durch Amazon, weil das ist, also Amazon geht mit den Aktionen immer ein Stück weiter vor, haben wir eigentlich einen Black November gehabt. Und dieser Black November hat uns aber Gott sei Dank über diesen Lockdown, den wir dann, also den zweiten Lockdown, den wir dann in Deutschland gesehen haben, kurz vor Weihnachten, auch hinweggeholfen. Ja? Das heißt, wir hatten eigentlich unser Hauptweihnachtsgeschäft, Gott sei Dank, schon im November. Und im Dezember hat uns dann der Lockdown nicht so hart getroffen, wie er uns getroffen hätte, hätten wir da eigentlich die Peak Season gehabt. Ja, jetzt haben wir sozusagen die Situation, dass wir in Deutschland und in den Niederlanden noch vollständig geschlossen sind. Die anderen Länder haben alle Gott sei Dank wieder geöffnet, zwar mit Restriktionen hinsichtlich Öffnungszeiten. Also Italien sind unsere Läden am Wochenende nicht geöffnet. In Polen gibt es Öffnungszeitsrestriktionen etc. Aber sie haben offen. Und um ganz ehrlich zu sein, hoffen wir auch auf die heutige Sitzung der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Sie haben sicherlich in der Presse mitbekommen, dass natürlich der Handelsverband und auch einige Händler, so auch wir, uns intensiv dafür eingesetzt haben, dass die Läden wieder aufgehen, weil auch das RKI ja sagt, dass das Infektionsrisiko im Handel sehr niedrig ist und wir deshalb natürlich auch gern wieder öffnen würden. Und by the way, ich glaube, auch der Handel natürlich auch öffnen muss, damit wir dann auch liquiditätstechnisch alle nicht unter die Räder kommen. Ja, Frau Turner, Fromm, ich soweit von meiner Seite, würde ich sagen. Und dann würde ich gern in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank, Frau Sonnenmoser. Es war sehr anschaulich, um zu sehen, was da dranhängt, was da an Überlegungen dranhängt. Und wie groß dann auch die unterschiedlichen Probleme sind und wie man das zusammenbringen muss. Und Sie haben ja geschildert, Sie hatten eigentlich schon genügend Probleme am Hals mit der Zentralisierung. Und ich würde jetzt gerne da ein paar Fragen anschließen. Sie haben gesprochen, dass Sie sehr schnell, bereits glaube ich am 26. März, einen Milliardenkredit beantragt haben bei der KfW. Sie haben ja auch sehr schnell eine Kreditzusage bekommen. Können Sie aber, gut, aber zumindest, es war relativ schnell. Es würden wahrscheinlich viele kleine Unternehmen würden sagen, wir hätten gern mal so schnell unsere Novemberhilfe. Und die haben Sie im März noch nicht. Können Sie sich vorstellen, dass die Kleinen einfach angesichts auch dessen, dass die Großen eben so groß sind und so große Probleme haben, politisch unter die Räder gekommen sind ein bisschen? Würden Sie das so sehen oder glauben Sie, dass man das nicht generell so sagen kann? Also ich sage mal, schnell ist relativ, ja, wie Sie beim Gesichtsausdruck anmerken. Also der Herr Altmaier und der Herr Scholz sprachen jetzt in der Zeit von schnellen und unbürokratischen Krediten. Da habe ich persönlich, glaube ich, eine andere Definition davon. Also das war ein sehr aufwendiger Weg, den wir da gegangen sind. Und ich glaube, das ist sicherlich was dem einen oder anderen kleineren Unternehmen Probleme bereitet. Ja? Also die Nachfragen, die da kommen, die Detaillierungsgrade, die man da nachgefragt hat, sind schon gewaltig, sind natürlich auch verständlich, ja, bei den Summen, die da im Spiel sind. Aber trotzdem, das ist natürlich auch ein extremer Aufwand. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass auch mittelständische Unternehmen da gar nicht die Kapazitäten haben, das auch so zu bewältigen. Ja. Auf Ihre Frage, ob kleinere unter die Räder gekommen sind, in Deutschland würde ich gerade sagen, ist, wenn ich jetzt mal den Handel nehme, eher die kleineren ja noch gut bedacht. Ja. Also wir kriegen aktuell keinerlei Umsatzentschädigungen der Bundesregierung. Das ist in anderen Ländern wie Österreich anders. Da haben sie einen Umsatzausfall, da haben sie eine Fixkostenpauschale, also Fixkostenersatz, den sie bekommen. Das sehen wir so in Deutschland nicht und deshalb pochen wir ja auch so darauf, dass wir unserem Geschäft wieder nachgehen können. Sie haben gesagt, Sie haben im Prinzip Ihr Jahr gerettet durch Online. Trotz allem, ich meine, ein Eisschrank, der gekauft ist online, den brauche ich nicht mehr hinterher kaufen im Laden. Sie haben gesagt, Sie setzen nach dem ersten, wollten die Leute doch wieder rein in die Geschäfte und wollten in die Märkte.
Glauben Sie, dass das nochmal ein Effekt ist? Aber tendenziell, wenn man es gelernt hat, online zu kaufen, wird doch ein größerer Teil in online hängen bleiben. Also das glaube ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, die Leute ja wirklich ins Geschäft wollten. Ja? Also das ist für mich eigentlich der beste Proofpoint, um ehrlich zu sein. Also in so einer Situation, wo sie trotz allem ja immer noch nicht wissen, ja, gibt es ein Ansteckungsrisiko, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, dann trotzdem sofort bei Aufmachen der Läden wieder im Laden zu sein. Und wir sehen das jetzt auch gerade in Österreich, wo wir ja seit dem 8. Februar wieder geöffnet haben. Die Leute kommen in die Läden. Ja? Also wir sehen trotz allem, dass das Online-Geschäft auf einem hohen Niveau bleibt, also auf einem höheren als vor Corona-Zeit, aber nicht oft, also wir sind weit von diesem, ich sag mal, Lockdown-Online-Geschäft entfernt. Ja? Also wirklich ein sehr positiver Effekt. Und wir sind, also für uns ist das tatsächlich die Resilienz-Darstellung des Omnichannel-Konzeptes, das wir auch verfolgen. Ja? Mhm. Sie haben gesagt, es gab Renner, also es gab eine echte Highlights der Produktpalette, die in der Corona-Krise nachgefragt wurden und haben ja auch diese Themen Homeoffice genannt. Jetzt wollen wir mal die Eisschränke vorne oder die Kühlschränke außen vor lassen. Das war vielleicht ähnlich wie beim Klopapier. Aber diese Homeoffice-Thematik ist ja interessant. Und es hieß ja auch immer, die Schulen müssen ganz anders werden. Wir müssen jetzt ganz große Digitaloffensive in den Schulen machen. Können Sie das denn bestätigen? Also Sie wissen ja, haben Sie viele Schulen, viel mehr Schulen bekommen? Haben die Schulen viel mehr diese Digitaloffensive nachgefragt? Oder würden Sie sagen, so schlimm ist es nicht? Oder das war eher der private Konsumer, der das gemacht hat? Nein, im Gegenteil. Also am Anfang war es natürlich mehr der Private, ja, der sich fürs Homeoffice ausgestattet hat. Wir haben aber jetzt im Laufe der Monate wir bauen ja auch unser sogenanntes B2B-Geschäft auf, also von Business zu Business, und dazu gehören auch die Schulen. Da sehen wir schon, dass wir einige Schulen mehr als Kunden gewinnen konnten, denen wir natürlich das technische Know-how verkaufen, das technische Equipment verkaufen können, aber auch im technischen Know-how unterstützen können. Und da sehen wir, es gibt natürlich einige Initiativen jetzt auch in den Bundesländern, die Schule digitaler zu machen, Gott sei Dank. Ja? Und davon partizipieren wir natürlich auch ein Stück, aber ich glaube, hauptsächlich partizipieren davon auch die Schüler und Schülerinnen. Die partizipieren aber wahrscheinlich auch von der gewachsenen Unterhaltungselektronik, die rausging. Also das könnte es auch sein, dass einfach mehr gezappt wird zu Hause und mehr geglotzt wird, oder kann man das anhand der Produktpalette nicht ablesen? Also im ersten Lockdown definitiv nicht. Also da wurde mehr gearbeitet, würde ich sagen. Also das Verhältnis von Homeoffice-Equipment zu Entertainment war klar auf der Seite von Homeoffice. Also das war mehr sozusagen eigentlich das eigene existenzielle Dasein abzusichern und beruflich da auch ja, am Ball bleiben zu können. Ich finde es ja unheimlich interessant, was man an den Produkten ablesen kann, wie die Leute reagieren und was ihnen wichtig ist. Sie haben mir aber im Vorgespräch auch gesagt, diese Umstellung sehen Sie noch nicht bei den Verwaltungen. Sehen Sie da einfach, man hat es ja auch gehört, die Zahlen werden von den Gesundheitsämtern noch zum Teil per Fax weitergegeben und sind deswegen am Wochenende nicht aktuell oder irgend sowas. Welche sind da die konkreten Erfahrungen, die Sie gemacht haben, und was würden Sie jetzt aus Ihrer Kenntnis raus sagen, was da dringend nötig wäre? Also das ist eigentlich eher ein Privatmeinung und das, was wir alle momentan, glaube ich, aus der Zeitung und aus dem eigenen privaten Leben mitbekommen. Aber ich sage mal, im 21. Jahrhundert sozusagen Zettel ausfüllen im Flieger, die irgendwo dann auf den Stapel gelegt werden oder an der Grenze, an der bayerischen Grenze. Das ist natürlich schon was, wo man nur Fragezeichen im Gesicht hat. Ja, vor allem in einem Land wie Deutschland, wo wir, glaube ich, genügend Unternehmen haben, die Apps entwickeln können, PC-Programme aufbauen können, etc., um genau diese Prozesse eigentlich zu unterstützen. Und ich sag mal, im Vorgespräch hatte ich ja gesagt, was mich eigentlich wirklich ärgert, ist sozusagen, dass die Bundesregierung momentan ja mehr immer auf die Unternehmen zuschiebt. Ja? Wir sollen Homeoffice machen. Wir machen schon Homeoffice, auch vor Corona. Jetzt natürlich noch mal in einem anderen Status, aber
Homeoffice war für uns kein Unwort des Jahres sozusagen. Ja? Und wir brauchten jetzt auch weder Corona noch die Bundesregierung, um Homeoffice-Angebote zu unterbreiten an unsere Mitarbeiter. Das Thema Testen ist jetzt auch ein schönes Thema. Ja, das war, ist jetzt ja aktuell für heute Abend irgendwie in einer der Konzepte nach dem Motto, die Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihre Präsenzmitarbeiter zweimal in der Woche testen zu lassen. Wäre schön, wenn die Bundesregierung das, glaube ich, für uns alle bereitstellen würde. Ich sag mal, ich sehe das hier in Österreich. Österreich fährt eine ganz andere Strategie. Österreich fährt wirklich eine extreme Teststrategie. Wenn Sie bei uns zum Friseur gehen wollen, müssen Sie diesen Antigentest machen. Hat den Effekt, also eine Freundin von mir ist Apothekerin, die hatte in der ersten Woche gleich mal 3 ältere Damen, die positiv waren, die sicherlich sonst gar nicht zum Testen gegangen wäre. Und so kriegen sie natürlich auch sozusagen das Thema Virus auch nochmal anders unter Kontrolle. Also insofern fände ich es vorteilhafter, wenn Behörden, die auch im ersten Lockdown gar nicht arbeiten konnten, also wir brauchten eine Baugenehmigung, haben die nicht bekommen, weil leider keiner arbeiten konnte, fände ich es erstmal positiv, sozusagen auch vor der eigenen Haustür zu kehren und erstmal eigene Behörden und Schulen zu digitalisieren, bevor man auf die Wirtschaft schaut. Sie wohnen ja nun in Dornbirn und Sie haben können über den Kirchturm blicken. Sie haben deutsche und österreichische Erfahrungen als Privatperson. Sie haben aber auch die Erfahrungen aus 13 Ländern, wie die agieren. Was würden Sie denn nach diesem Jahr sagen? Wie steht Deutschland im internationalen Verhältnis mit ihrer Corona-Politik da? Würden Sie sagen, da gibt es Länder, die sind viel besser als wir oder wir liegen im Mittelfeld? Oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, Deutschland hat nicht alles schlecht gemacht. Ja, das sieht man sicherlich auch am Ende des Tages an den Corona-Toten, die sicherlich eher im unteren Drittel sind als im oberen Drittel, wenn man das in der Welt vergleicht. Und sicherlich auch in dem Thema, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert ist, was wir natürlich auch in anderen europäischen Ländern aktuell gerade sehen. Insofern glaube ich, hat Deutschland nicht alles falsch gemacht. Ich glaube aber, man hätte wirklich auch mehr diese Kapazitäten im Land nutzen können, die ich vorher schon angesprochen habe, also von professionellen Unternehmen, die einfach Erfahrung haben in IT, in Kommunikation etc. Da sehe ich, glaube ich, absolutes Nachholbedarf. Und ich sage mal, das Thema Testen und Impfen, da ist Deutschland am untersten Ende der Länderparade. Und das ist sicherlich absolut nicht erfolgreich gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ich würde jetzt gern hier einen Schnitt machen. Wir können ja, wenn die Gäste noch Fragen stellen, kann man das jederzeit tun. Ich möchte aber noch ein weiteres Thema ansprechen. Wir haben schon am Anfang gesagt, es gibt nur 2 Dutzend Frauen in einer Position, in einer vergleichbaren Position, wie Sie eine haben in Deutschland. Nun plant ja die Bundesregierung ein Gesetz zu einer Frauenquote nicht nur in Aufsichtsräten, das haben wir schon jetzt, sondern auch in Vorständen. Was sagen Sie? Sagen Sie, ich habe es ohne Gesetz geschafft, man braucht sowas nicht oder finden Sie das sinnvoll? Ich finde es absolut sinnvoll. Also ich bin Mitglied auch der ersten Stunde von FIDA, das ist ja Frauen in den Aufsichtsrat. Warum finde ich es sinnvoll? Schlicht und ergreifend, weil ich Vielfalt gut finde. Also nicht nur Frauen, sondern auch andere Nationalitäten, aber auch eine Altersvielfalt auch in einem Vorstandsgremium halte ich für sehr positiv. Also sozusagen auf der einen Seite Erfahrung, auf der anderen Seite aber auch neue Ideen reinzubringen. Die Quote, die ist für mich sehr sinnvoll und das hat meines Erachtens auch die Quote im Aufsichtsrat gezeigt. Weil als wir diese 30% im Aufsichtsrat noch nicht hatten, kam immer das Argument der Männer, es gibt ja keine Frauen. Ich würde ja so gerne eine nehmen, ja, aber es gibt sie ja leider nicht. Die sind ja alle, die gehen ja dann alle irgendwann in die Mutterschaft und kommen nicht wieder. Und wenn wir mal, Gott sei Dank, irgendwann mal eine hätten, ja, dann. Und dann kam immer dieses Thema, wir müssen die Kinderbetreuung optimieren. Und wenn wir die Kinderbetreuung optimiert haben, dann kommen auch die Frauen. Dass das nicht der Fall ist, sehen wir genau mit Einführung der Quote. Aktuell sind wir in Deutschland bei einem Frauenanteil in Aufsichtsraten von über 32%. Und wieder erwarten gegen
sonst manch männliche Meinung hat es der Wirtschaft nicht geschadet. Ja? Und die Unternehmen sind auch alle noch am Leben. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass Frauen nicht negativ da einwirken, sondern vielleicht auch positiv da einwirken können. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Vorstandsquote sinnvoll ist. Weil was sich doch zeigt, ist, dass wir bis dato immer Beförderungen nach Ähnlichkeitsmerkmalen hatten. Also das schöne Sprichwort ist ja immer, der Thomas stellt den Thomas ein. Ja, also immer relativ ähnliche Charaktere, die da eingestellt werden. Und damit kommen sie natürlich nie dahin, dass auch mehr Frauen in solchen Positionen am Ende des Tages ankommen. Im Vorstand in Deutschland haben wir aktuell 11%, 11,8%, also eigentlich gar nichts. Ja? Und gibt es die Frauen? Ja, die gibt es. Ja? Definitiv. Was wird sich Ihrer Meinung nach verändern, wenn wir auch 30% Frauen in den Vorständen haben? Und es wird sich, ich glaube, also ich sag mal, es gibt ja immer diese Diskussion, wir müssen die Frauen von unten hochziehen. Ja? Also wir müssen die ja erstmal unten sozusagen auf Sachbearbeiterebene hegen und pflegen und sie dann durch die Hierarchien tragen, damit wir dann endlich mal Frauen haben, die auch im Vorstand sein können. Das haben wir jetzt einige Jahrzehnte probiert, war nicht so erfolgreich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn wir mehr Frauen in den Vorständen haben, und das sehen wir jetzt auch schon meines Erachtens im Aufsichtsrat, kriegt dieses Thema Frauen in Managementpositionen natürlich nochmal auf einen ganz anderen Normalität. Ja? Also das ist, man spricht dann einfach darüber, dass man da eben auch eine Frau befördert und nicht nur den nächsten Thomas. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, das Positivste daraus. Also dass wir dann auch von oben ein Stück drücken können als Frauen. Warum glauben Sie, obwohl Sie nicht Thomas heißen, dass Sie es so gut geschafft haben? Und das in ausgesprochenen Männerdomänen, also sowohl Autos als auch Technik, reine Technikunternehmen. Woran lag das Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, das größte Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, dass Sie als Frau nicht harmoniesüchtig sein dürfen in diesem Business. Ja. Ich sage immer, mein Spruch ist immer, lieben muss mich mein Mann, der hat das unterschrieben. Ja. Ansonsten muss mich keiner im ersten Schritt lieben. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil sie reiben sich natürlich. Sachlich, konstruktiv, aber sie reiben sich und es ist nicht immer die größte Harmonie da drin. Ja, was in meinen Augen auch gar nicht so positiv wäre. Ich glaube, also ich bin natürlich zielorientiert. Also ich mache jährlich mein Zielprogramm. Ja? Die Frage ist ja immer, kann man Karriere planen? Nein, Karriere kann man natürlich nicht planen. Aber ich glaube, man kann seine ganze Energie natürlich auch auf ein Thema fokussieren. Sei es jetzt eine wissenschaftliche Forschung oder aber eben auf eine Karriere in einem Unternehmen. Und ich habe immer so ein Problem damit, wenn man immer sagt, naja, der oder die hat halt Glück gehabt. Ja? Die ist da hingekommen, weil da war halt gerade ein Job frei und dann war sie gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann hat sie Glück gehabt. Weil Glück ist in meinen Augen etwas, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ja? Und das ist, dass diese Vorbereitung meine ich eigentlich mit dieser Energie, die man natürlich dann auch durch unterschiedliche Aktivitäten auch auf dieses Ziel fokussiert.